17 Kandidaten und Kandidatinnen unter dem Gewölbe des späthistorischen Palais Kaufmännischer Verein mit nur einem Ziel, der oder die Schönste des Landes zu werden. Wobei Schönheit alleine schon lange nicht mehr zählt, so die Gastgeber des Abends. Wir haben das heuer total verändert. Wir haben schon angefangen bei dem Casting, beim Bootcamp, und da sind jetzt schon Punkte entstanden. Ja? Also sie fangen nicht mit Null heute an. Also es ist schon ein Anfangsbestand. Ja? Da geht es um Social Media, wie gehen sie um mit gewissen Dingen, Interviewtraining, Catwalk-Training, und die sind alle bewertet worden von den Trainern schon. Und jetzt gibt es schon einen Stand. Reine Schaulaufen ist nicht. Nein, und das alleine. Wissen sie auch schon, deshalb sind sie ja doppelt nervös, ja, weil eben das eine ganz andere Qualität werden soll. Weil nur schön sein hilft dir in der Zukunft und fürs Leben gar nichts. Da gehört mehr dazu. Das haben die jetzt alle begriffen, und ja, es wird sehr, sehr spannend. Man muss sagen, ich war sehr angetan, weil das jetzt nicht so, ich habe sowas noch nie gemacht, nicht so diese klassische Schönheitswissen-Konkurrenz ist, wie man das früher halt gekannt hat, sondern die mussten doch einiges hier von ihrer Persönlichkeit auch preisgeben, also Spontanität, Humor etc. Und das spielt, glaube ich, alles zusammen mit der Optik, klar, aber es geht auch darum, wie man durch die Persönlichkeit die Optik aufpeppen kann sozusagen oder anders darstellen kann. Das spielt schon eine Rolle. Ich lege am meisten Wert, ich denke, auf die Ausstrahlung. Generell, ob das Gesamtpaket stimmig ist und ob Herz dabei ist. Ich gehe einfach locker in die Sache rein, so wie damals bei meiner Wahl auch, probiere das Ganze zu genießen und dann natürlich auf die Sachen schauen, die mir als Teilnehmer auch schon aufgefallen sind. Die da wären? Ob jemand einfach natürlich ist, authentisch ist, einfach Spaß an der Sache hat oder vielleicht sogar zu verbissen ist. Ja, das gibt es nämlich auch. Bei einer Misswahl ist es natürlich toll, wenn man viele Attribute dabei hat. Heutzutage ist es ja auch das Schöne, dass Schönheit in so viele Facetten gepackt wird, dass es tatsächlich so viele Arten von Schönheit gibt. Und wir wollen heute jemanden finden, der charismatisch ist, intelligent ist, Humor hat und irgendwie seinen Look zusammen hat. Also ist ja auch ein hohes Amt. Das ist ja auch sehr repräsentativ und es geht ja auch um Österreich. Also da müssen wir uns natürlich Mühe geben, eine gute Kandidatin und einen guten Kandidaten zu finden. Und das sind sie, die frisch gekürten Mr. und Miss Austria 2021. Nach 2 Jahren muss Larissa Robitschko, die neben Norbert Oberhauser durch den Abend führte, ihre Krone weiterreichen. Es ist irgendwie schon ein sehr trauriger Moment, aber man bleibt ja die Miss Austria des jeweiligen Jahrgangs. Deswegen fühlt sich nicht ganz so wie ein Abschied für immer an. Aber ich muss jetzt noch ganz schnell da unserer neuen Miss die Krone richten, ja, die Schärpe richten. Ich weiß, wie wichtig das ist, dass alles sitzt, und ich bin so stolz auf sie, dass sie das gemacht hat. Und natürlich auch auf unseren neuen Mr. Austria. Es ist ein Gefühl, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich bin so froh und dankbar, dass ich es geschafft habe und allgemein Teil von dieser Mission Austria zu sein. Eben, wie schon gesagt, ich glaube, man muss erst realisieren, dass man jetzt eigentlich der Repräsentant von Österreich ist. Aber wie gesagt, ich glaube, wir beide freuen uns jetzt, was auf uns zukommt, und wir genießen einfach den Moment, und so ist es.